Hey Leute, hier ist wieder eure Skyderissa zu einem neuen Part von Chrono Trigger. Im letzten Part sind wir aus diesem Königreich von geflohen, mehr oder weniger. Schala hat auch das Zeitportal versiegelt, aber wir haben gleichzeitig gelernt, dass das Medaillon, das Maler hatte, mit einer gewissen Aufladung von der Mammon-Maschine, die wir geholt haben, die schwarzen Türen öffnet, von denen ich mich, bei denen ich mich immer geärgert habe, dass die nicht aufgehen. Und jetzt sind wir hier am Ende der Zeit. Wir haben jetzt vor, in Robos-Zeit zu gehen. Ich habe jetzt außerdem ein neues Team zusammengestellt, und zwar nehme ich Luca und Frog mit. Das hat einfach was damit zu tun. Male haben wir eigentlich extrem viel benutzt im in Margos Schloss, und die beiden haben bis jetzt in der Party mitgemacht. Und ja, Frog kann außerdem Massenheilung, und ich will wenigstens ein Party-Member dabei haben, der das kann. Immer. Das hat was damit zu tun, wir brauchen es. So, ich muss jetzt mal gucken, welches... Welches ist das? Nein, nicht Medina, nein, nein, nein. So, wo war das jetzt? Zur Friedensschlucht? Nein. Ich muss gerade gucken, welches Zeitportal das war. Zu den mystischen Bergen? Nö. Zu Lenas Platz? Nein. Dann ist es das in der Mitte. Zur Protokuppel, ja. Dann gehen wir zur Protokuppel. Yay. Ich glaube, da war sogar auch eine Tür. Oder? Ach nee, hier nicht. Aber irgendwo hier in der Nähe war eine. Und, ach so, hier muss man... Nee, man muss hier die Treppe lang gehen. Stimmt. Hier kann man sich heilen, und wir waren lange nicht mehr hier. Also wirklich verdammt lange. Na gut, dann sehen wir uns mal überall in Robos-Zeit um. So, hier ist die Fabrik. War hier irgendwo in der Fabrik was? Oh Mann, das ist ewig her, dass wir hier in der Fabrik waren. So, dann gehen wir mal hier lang. Ach, hier war ja auch das Rennen gegen Johnny, oder? Ja, hier war das Rennen gegen Johnny. Na dann. Nehmt diese Düsenmaschine, und kneifen geht nicht. Heißt das, wir müssen wieder gegen dich rennen. Jedes Mal, wenn wir da lang wollen, müssen wir das Rennen gegen dich fahren, oder was? Sieht zumindest so aus. So. Hey, hör auf! So. Ich finde dieses Rennen-Minispiel einfach nur lustig. Egal, wie oft ich das machen muss. Ach, und jetzt weiß ich, wo ich die schwarze Tür gesehen hatte. Bei dem ersten Portal in der Zukunft. Ihr wisst schon, da, wo wir damals geflohen sind, recht am Anfang des Let's Plays. Oh, ich hab verloren. Oh. Großmama ist schneller als du. Schwing dich herauf, wenn du den Bogen raus hast, Baby. Ja, ich hab vergessen, wie man fährt. Nee, das war's jetzt nicht. So, jetzt habe ich die Kamera ein bisschen gedreht, aber das bringt mir ja nichts. So. Nein! Lass mich überholen, nein! Okay, wir haben es geschafft. Wenn auch nur ganz knapp. Du schlägst mich, und dann, ja, gut. Was? Ach so. Die Rankings. Gut, aber wo waren jetzt die Türen? Das ist jetzt die Frage. Wir können ja mal hier in der Ares-Kuppel gucken. Vielleicht war hier was. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich will mir mal alle Gebäude ansehen, wo man gucken könnte. Nee, hier war nur was zum Heilen. Oder war hier hinter noch was? Nee. Da unten war aber, glaube ich, auch nichts. Ich müsste mal irgendwie... Ich hätte mal ein Buch darüber führen sollen, wo was ist. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach an den Anfang des ganzen Areals, und dann gucken wir ab da.
Das ist eigentlich die beste Strategie, dass man wirklich von Anfang an guckt. Und, hier schon wieder die Mutanten. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich Luca mitgenommen habe. Wegen... Okay, ja, dann machen wir halt Wasserfall, wenn es klappt. Ich hoffe, dass das bei dem Schaden macht. Weil bei denen war ja... Achso, nee, das geht. Stimmt, nur die Geister konnte man mit Magie angreifen. Stimmt, da war doch was. So. Und, diese Mutanten immer. Die regen mich auf. Die machen aber auch kaum Schaden. Die fressen nur einfach etwas mehr. Es sei denn, sie kriegen es Masamune zu schmecken. Dann nicht. Gut. So, oh nee, jetzt kommen hier die Geister. So, Feuerwirbel auf alle Geister. Weil diese Schatten, die kann man ja nur mit Magie verletzen, deswegen. Und scheiße, es hat den dritten nicht mitgetroffen. Ja, der wird jetzt nicht getroffen. Ja, ist jetzt egal. Dann greife ich mit dem an. Du machst mal Feuer. Weil ein einzelner Feuer reicht auch aus. Die haben ja nur eine Gesundheit. Das heißt, jeder Treffer, sofern getroffen, tötet. So, jetzt sind hier wieder diese komischen Ratten und ihr schon wieder. Euch mag ich nicht. Verdammt, die klauen immer meine Tonik. Die blöden Viecher. So. Ah, gut, ich bin an denen vorbeigekommen. Ich bin auch an die Blümchen vorbeigekommen. Ach, nee, doch nicht. Verdammt. Och, Menno. Ich hab gedacht, das schaffe ich. Nee, Wasserfall nicht. Ich greife lieber so an. Dann schlage ich mal dich. Oder auch nicht. Ich könnte auch, glaube ich, mit normalen Angriffen hier durchkommen. Die hier haben ja nicht so viel Gesundheit. Ja, gerade die Fleischfresser haben nicht so viel. Die haben nur 75. Einmal richtig getroffen, die sind weg. Das liegt aber auch daran, dass wir früher hier waren und dass er eins der ersten Gebiete ist, wo man hinkommt. Moment, sind wir falsch gegangen? Sieht so aus. Verdammt! Ich habe mich verlaufen! Nein! Das ist schlecht. So, dann Feuerwirbel. Wie treffe ich mehr als zwei Gegner? So. Und dann greife ich jetzt noch einfach irgendeinen anderen an. Aber es ist schön, dass man mal wieder in die alten Gebiete zurückkommt. Und dass man halt auch neue Sachen freischalten kann dann mit der Zeit. Gerade diese schwarzen Türen. Ich wette, dahinter sind tolle Sachen versteckt. Nützliche Sachen vor allen Dingen. So, hier auch nicht? Hä? Wie kann man hier nochmal raus? Ich habe das total vergessen. Ich habe mich verlaufen. Das ist schlecht. Ach so, ja. Man musste hier rumgehen. Was? Die klauen mir auch Geld. Was soll denn der Scheiß? Ich will diese Ratten erledigen. So, wir müssen mal ganz kurz auf Luca warten. Wegen dem Feuerwirbel. Dann erledigen wir nämlich alles in einem Schlag. Gut. Und Frog hat den Drehsprung und die Technik rote Nadel gelernt und Donnerstab haben wir gelernt. Okay, die werden wir wahrscheinlich in den nächsten Kämpfen mal
einsetzen. Rote Nadel und Donnerstab. Klingt nach interessanten Techniken. So. Dann gehen wir jetzt mal hier in die Bangor-Kuppel. Ah, hier war eine. Hier war so eine Tür. Dann gehen wir doch mal zu der ran. Das Amulett beginnt zu leuchten. Jetzt öffnet hier die Tür. Und hier hinter sind... Ah, hier hinter sind nur Kisten. Ein Geldbeutel. Was ist denn in dem Geldbeutel drin? Und eine Superfalle. Wie jetzt? Erfahrung wird Gold. Oder wie jetzt? Das ist, wenn, ein geniales Item. Kann man zumindest gebrauchen. Und die Musik hier hinter war interessant. So, dann gehen wir jetzt mal hierher. In die Trankuppel. Ich glaube, hier war nämlich auch so eine Tür. Ja. Das Amulett beginnt zu leuchten, dass die Leute darauf gar nicht reagieren. Und was ist denn das? Eine Magiepille gefunden. Ich habe das nur kurz blinken sehen, aber cool, dass wir es gefunden haben. So, eine Goldnadel erhalten, ein Äther voll erhalten. Was ist jetzt die Goldnadel? Sortieren bitte. Was ist bitte die Goldnadel? Wo ist die? Ich sehe die nicht. Hier haben wir die Magiepille, das ist mir klar, aber... Hm? Wo ist diese Goldnadel? Bin ich jetzt ganz bescheuert oder ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Das kann natürlich sein. Ah ja, hier, Goldnadel. 75% weniger MP ver... Oh. Das ist nützlich. Das ist nützlich, wem ich das auch immer ausrüste. Aber es ist ein Zusatz. Ich denke, ich werde das Marle geben. Weil die hat ja auch sehr viel mit Magie zu tun. Und, oh, die haben auch einen Samen gekriegt. Noch nie so etwas gesehen. Keuch, Keuch, hab's endlich durch die Ruinen geschafft und den jungen Baum mitgebracht, der aus dem Samen gewachsen ist. Manchmal hat man mehr Kraft, als man denkt. Ihr bringt Licht in mein Leben, nein, ehrlich. Also gibt es auch in der Ariskuppel Menschen. Ja, es existieren Menschen. Das haben die ja alles nicht gewusst, die waren ja komplett voneinander isoliert. Hm... Aber okay, wir haben jetzt das alles gesucht, aber wir haben irgendwie nicht das gefunden, was wir wollten. Hm. Jetzt müssen wir nur irgendwie zurückkommen. Die Frage ist nur wie. Indem wir einfach die ganze Strecke laufen, das ist ziemlich blöde. Deswegen. Hm. Und vor allen Dingen, was haben wir hinten übersehen? Eine gute Frage. Was haben wir hinten übersehen? Und vor allen Dingen hätten wir es nicht einfacher haben können, indem wir in die erste Zeit, also nach 1000 gereist wären und dann von 1000 aus zu dem anderen Zeitportal. Das wäre, glaube ich, einfacher für uns gewesen. Und auch nicht ihr. Och nö, geht weg. Ich mag euch nicht. Und vor allen Dingen, warum mache ich nicht einfach Gewitter auf alle? Dann sind die doch eh alle weg. Höchstwahrscheinlich. Ja, alle weg. Weil eigentlich sind die Kämpfe jetzt momentan in diesem Bereich zu einfach, deswegen... An denen sind wir wieder wunderbar vorbeigekommen. Und hört auf, mir mein ganzes Geld zu klauen. Was soll denn die Scheiße? Das brauchen wir noch. So, dann einmal Gewitter. Und dann zwei normale Angriffe. Ist ja egal. Der Gewitter wird sowieso alles... Also der Gewitterzauber wird alle umhauen. Ach, hier kommen jetzt nochmal Geister.
zwei Stück, drei Stück. Ja, drei. Ich finde diese Geister im Übrigen sehr lustig mit ihren großen Augen. Und sie sehen auch eigentlich mehr wie Schleim aus als wirklich... Ja, sie erinnern mich eher an Wasser oder was Schleimiges, aber nicht an Geister. Gerade auch, weil sie sich so verbiegen und an den Seiten immer was runterhängt und alles. Aber egal. Und noch mehr Geister. Ernsthaft. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Macht aber nichts. Sind geschenkte Erfahrungspunkte. Und heilen können wir uns ja eh. Wir haben mehr als genug Heil-Items. Gut, erledigt. Ach nö. Der Mutant hat mich gerade auch ein bisschen erschreckt. Muss ich zugeben, der hat mich wirklich erschreckt gerade. So, und durch den Konter haben wir ihn auch gleich wieder erledigt. Die Kämpfe sind momentan wirklich ein bisschen einfach. Aber wir haben das ja gleich erledigt. So, war noch was in der Ares-Kuppel? Ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich am besten nochmal unten. Und vor allen Dingen können wir uns ja auch hier nochmal heilen. Im Enatron ausruhen, genau. Auch wenn man am Ende hungrig ist. Ja, aber der Hunger bleibt. Ach, das ist immer so traurig, wenn sie die Köpfe hängen lassen, weil der Hunger bleibt. So, wo kann man nochmal hier raus? Ach ja, hier waren ja die ganzen Stahldinger. Aber man kann ja jetzt einfach hier durchgehen. Wir müssen nur den meisten Monstern ausweichen. Das wird schwierig. Ach, verflixt. Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht einmal, ob das was jetzt bringen wird, so richtig. Oder ob wir jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit... Ach, was ist denn jetzt mit Chrono los? Ach, der pennt. Der macht jetzt Heier. Wach einfach mal auf, das wäre gar nicht so schlecht. So, dann mache ich jetzt nochmal ein Gewitter 2. Vielleicht erledigt das alles. Ich denke, dass das alles erledigen sollte. Und ich habe jetzt auch gerade mal auf die Uhr gesehen. Also ich denke mal, ich werde das so machen. Ich werde nur mal kurz durchlaufen, wenn das nicht zu lange dauert. Und wenn mir das jetzt zu viel wird, weil es ist jetzt auch schon spät an meinem Ende hier. Nicht nur Chrono muss in die Haia, ich muss auch in die Haia. Ich habe morgen Schule. Und wenn das jetzt zu lange dauert, dann werde ich mir so ein bisschen... werde ich das vielleicht ein bisschen kürzen. Angriff durch bewegtes Objekt. Ach ja, der Zinger greift ja stellenweise auch seine Freunde in Anführungsstrichen an, weil er die als Fremdobjekte ansieht. Ich finde das übrigens immer wieder lustig, wie der, wie das Gewitter das alles wegmacht. Das sieht so interessant aus. So. Was war denn das jetzt, dieses Geräusch? Ah, da war eine Tür! Okay, wir müssen ein bisschen anders gehen. So, hier lang? Ich glaube ja. Nee, auch nicht. Wir müssen da unten lang an den zwei Robotern vorbei, wenn wir Kämpfe verhindern wollen. So. Das Amulett beginnt zu leuchten und dann gehen wir mal da rein. Ich finde im Übrigen die Musik immer sehr interessant, wenn man das aufmacht. So, was ist hier gewesen? Eine Kraftpille, okay. Also bislang haben wir nur Truhen gefunden. Nichts Story-Relevantes soweit. Lichtrobe erhalten, ein Schlagring erhalten, Goldohrring erhalten. Okay.
Was ist jetzt eigentlich mit diesen Sachen, die wir gerade gefunden haben? Moment, sortieren. Das scheinen zu einem Großteil Ausrüstungsgegenstände zu sein. Hier auch die Lichtrobe. Vielleicht wäre die was für... Ja, die wäre was für Luca. Dann kann ich die Nebelrobe nämlich auch gleich weitergeben. Warum habe ich eigentlich Frog nicht den Goldanzug gegeben? Gibt es da irgendeinen Vorteil? Nee. Das Heldenamulett muss ich ja lassen. Das hat ja was mit Masamune zu tun. Obwohl, mir ist gerade was aufgefallen. Ich bleibe jetzt am besten in dem Raum. Dann mache ich das jetzt nämlich so. Ich beende hier den Part und würde dann offscreen wieder zurück zum anderen Portal gehen. Und dann setzen wir einfach ab da den nächsten Part fort. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwas... auslassen möchte, sondern einfach nur, wir müssen jetzt einfach nur zurückgehen, nochmal das Rennen gegen Johnny machen und ganz ehrlich, das kann man auch auslassen. Und dann suchen wir einfach nochmal die Bereiche, die auf der anderen Seite waren, dann ab im nächsten Part. Und ich würde dann sagen, diese kleine Runde ist dann damit zu Ende und dann im nächsten Part machen wir dann nochmal die andere Seite. Klar, ich hätte es auch andersrum machen können. Jetzt erst da, wo wir ankommen, suchen, aber ich habe mir gedacht, von Anfang an wäre eigentlich besser. Und ich muss sagen, es ist ja nicht so, als wenn wir leer ausgegangen sind. Wir haben einiges an Truhen gefunden. Viele gute Items. Und auch Heilungssachen und so weiter. Und wir haben kostenlose Erfahrungspunkte gekriegt, weil die einfach viel zu leicht zu bekommen waren. Ich würde sagen, im nächsten Part setzen wir das einfach fort. Und bis dann, Leute. Bye, bye.